Maggi-Mittwoch. Zucchini-Pancakes mit Mangosalsa. Hallo und herzlich willkommen zum Maggi-Mittwoch. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Isabella. Endlich ist wieder Mittwoch und heute kochen wir Zucchini-Pancakes mit Mangosalsa. Ja, ich habe natürlich wieder ein paar nette Gäste dazu geholt, dass es nicht so langweilig wird. Und zwar haben wir auch wie letzte Woche schon Emra und Farina dabei. Freut mich total, dass ihr wieder dabei seid. Und dann haben wir auch noch Sandra mit dabei. Sie war auch schon mal bei mir dabei. Ich hoffe, ihr kennt sie noch. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich zeige euch ganz kurz, was wir für das Rezept alles brauchen und dann starten wir auch schon. So, also wir brauchen einmal eine Zucchini, eine etwas kleinere, dann eine rote Paprika, eine rote Zwiebel, dann habe ich hier noch ein Ei und ein bisschen Schnittlauch. Natürlich ganz klar Mango für unsere leckere Salsa. Dann habe ich hier noch ein bisschen Crema di Balsamico, also dickflüssigen Balsamico-Essig. Bisschen Mehl und Backpulver und Milch brauchen wir dann auch noch. So, jetzt nichts Besonderes. Ja, wir starten erstmal mit der Zucchini. Die müssen wir nämlich raspeln und die wird dann erstmal in der Pfanne ein bisschen angebraten, weil die enthält sehr, sehr viel Wasser. Und wenn wir das einfach in den Teig schmeißen würden, dann würde er eher sehr flüssig werden. Deshalb braten wir die erstmal in der Pfanne an, lassen das ein bisschen das Wasser verdunsten. Und dann können wir das später besser in den Teig reinmachen. Ja, während ich die Zucchini schon mal raspel, vielleicht, Sandra, magst du dich noch mal vorstellen? Ach, noch wieder. Ja, ich bin Sandra und wohne in Hannover und habe Spaß am Kochen und am Essen und deswegen bin ich dabei. Sehr schön. Farina, freut mich auch, dass du dabei bist. Wie geht's dir denn? Alles klar bei dir? Schon wieder raspeln. Ja, schon wieder raspeln, ne? Ja. Warum tut man echt was für seine Oberarme? Wenigstens nicht Zwiebeln schneiden. Richtig. Hast du heute dann wieder eine Kochverstärkung mit dabei? Ja. Dieses Mal ist es Sophia. Sophia, willst du dich mal zeigen? Sophia schnibbelt gleich die Mango. Das haben wir schon. Das wird ihr Auftrag. Sehr gut. Ich habe heute auch ein bisschen Verstärkung mit dabei und zwar in der Regie sitzt der Christian heute. Der guckt sich das heute alles mal so ein bisschen an. Hallo. Also nicht wundern, wenn zwischendrin jemand reinschreit. Ich freue mich schon ganz doll. Das ist eins meiner Lieblingsgeschichte. Emra ist immer so schnell. Emra, du lässt mich blöd aussehen. Mach langsamer. Ja, mich auch. Also ich habe mir jetzt so eine kleine Pfanne schon bereitgestellt für die Zucchini. Da mache ich einfach so einen Schuss Rapsöl rein. Und brate die Zucchini da drin an. Das dauert so ungefähr 4-5 Minuten, bis die Flüssigkeit verdampft. Kann ich gleich nochmal zeigen. Emra, wie weit bist du denn? Fertig geraspelt. Ich mache jetzt die Pfanne an. Sehr gut. Wie geht's dir heute? Ja, heute geht's mir wieder sehr gut. Wunderbar. Also das lasse ich einfach nebenher so vor sich hin brutzeln. Und kümmere mich auch schon mal um die Salsa. So, das wird so ein bisschen fruchtig, süß, scharfe Salsa dazu, passt eigentlich ganz gut. Ja, und bei der Mango, da ist ja immer so ein bisschen schwierig, wie man die am besten schält oder schneidet, weil die hat ja so einen ganz langen Kern durch diese ganze Mango durch, also quasi von hier nach dort. Und ich mache es immer so, ich habe hier diesen Blütenansatz von der Mango und da lege ich meinen Daumen drauf und dann weiß ich, dass ich links und rechts davon abschneiden kann, ohne diesen Kern irgendwie zu berühren. Also ich schäle die auch gar nicht, ich schneide dann einfach links und rechts davon ab, weil wenn ich die schälen würde, dann habe ich so eine glitschige Kugel in der Hand und das mag ich nicht. Sondern ich schneide einfach hier so diese Hälfte ab, zwischendrin immer mal wieder einen Zucchini ein bisschen rühren, dass nichts passiert. Sandra, du lachst so, ist alles klar bei dir? Ja, einfach so. Ich habe hier gerade Zuschauer, die finden das alles sehr interessant. Wer ist denn bei dir? Mein Freund ist bei mir, der mir heute schon ein bisschen schnibbeln geholfen hat, weil ich wollte die Mango tatsächlich nicht schnibbeln. Die ist leider schon fertig. Ja, kein Problem. Gut, schon mal vorgearbeitet. Das ist ja auch so in der Kochsendung üblich eigentlich, ne? Also ich habe so ein ganz normales Buttermesser, was halt nicht spitz ist. Ganz wichtig, dass es vorne abgerundet ist. Und dann schneide ich hier so ein Raster rein. Ich mache das eher ganz klein, weil wir für die Salsa kleine Würfel haben wollen. Schneide ich hier ganz viele Schnitte rein und dann noch einmal dagegen.
Sind jetzt ein bisschen ungleichmäßig geworden, aber das ist eigentlich egal. So, und dann kann ich das so umstülpen und dann habe ich hier quasi so kleine Würfel und kann die dann einfach so mit dem Messer, die sind jetzt ein bisschen lang, deshalb schneide ich die einfach zweimal durch und die ist schon schön weich und dann kann ich die einfach so abstülpen und runter. Ich mache das direkt in der Schale, dann kann ich dann später die Salsa auch da drin anrühren. So, die Mango auf der anderen Seite schneide ich auch runter, mache das genauso in die Würfelchen. Und was hier dann am Kern noch außen drum bleibt, das machen wir einfach auch einfach mit dem stumpfen Messer dann einfach abschälen. Das macht auch nicht Sinn, die Stücke ungleichmäßig sind. Das ist ja nur für die Salsa. Farina, du hast irgendwas letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, dass du bald in Urlaub auch fährst. Ja, und zwar heute Abend. Oh, heute Abend. Ja, soweit. Nur mal eine kleine Stärkung vor dem Flug. Ja, ich meine, ich finde das Flugzeugessen nicht ganz so schlimm wie manch anderer, glaube ich, aber das ist natürlich schon besser, selber zu kochen, ne? Richtig. Wo geht's denn hin? Nach Asien. Ich mache so einen kleinen Backpacking-Urlaub, also Kambodscha, Thailand und Malaysia. Okay, sehr cool. Ja, da wünsche ich dir schon mal viel Spaß, wenn ich später vergessen sollte. Ich bin ja so ein kleiner Schisser vom Flugzeug. Ich habe so ein bisschen Flugangst. Ein bisschen sehr. Mir tun die Leute mal leid, die mit mir im Flugzeug sitzen, weil ich immer weine und versuche nicht zu schreien. Das ist immer ein bisschen Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ich irgendwie, weiß nicht, ich sitze mal den ganzen Flug da und heule eigentlich nur. Ja, nett. Ja, echt super. Vor allem, wenn dann noch jemand neben mir sitzt, der auch Flugangst hat, ist es nicht unbedingt beruhigend, wenn dann jemand daneben sitzt und heult. Ich versuche dran zu arbeiten. Ich glaube, ich würde dich einfach zuquatschen. Ja, das ist immer gut. Ja, deshalb, ich würde dich bis am Ende zuquatschen. Wie lange muss denn diese Zucchini da drin bleiben? Die ist schon so klein geworden. Also wenn das Wasser, was drin ist, verdampft ist, dann kannst du die runternehmen. Es geht eigentlich nur darum, dass da nicht mehr so viel Feuchtigkeit drin ist, dass der Teig später nicht zu flüssig ist. Emrah, wie läuft's bei dir? Ja, bei mir läuft's auch gut. Alles gut. Ist nicht mehr wässrig, also ist ja jetzt so vielleicht vom Herd draußen, ne? Decken. Okay. Und mit der Mango läuft auch alles gut? Ja, die habe ich schon hier. Ah ja, okay. Perfekt. Ja, dann kommen wir ja gleich zur Paprika. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig zu schneiden mit den ganzen Kernen. Emrah, vielleicht hast du da noch einen guten Trick. Ja, also ich zeige euch jetzt, wie ich meine Paprika mal schneide. Also erstmal die Paprikaschote wie gewohnt waschen. Ne? Und dann schneide ich erstmal den oberen Deckel ab. Und zwar so. Und den unteren auch. So. Und dann mache ich hier einen Schnitt an der Seite. Und entkerne dann das Innere hier. Nehme das Innere raus. So. Und vom oberen Deck hier nehmen wir noch diesen grünen Strunk hier raus. So, dass wir dann halt alles verwerten können. Das sieht dann so aus. Und dann, wie soll es ja in Würfeln schneiden, ne? Genau, ja. Ja, und dann macht man es hier in Würfeln. Erstmal in Streifen, dann in Würfeln. Dann sind wir auch schon fertig. Ja, super. Vielen Dank für den... Machst du das ganz anders, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich mache es eigentlich fast genauso, nur dass ich außenrum die Wände einzeln abschneide und quasi nicht in einem, sondern ich schneide die vier äußeren ab, aber sonst mache ich es genauso wie du. Ja. Dann hat man nicht diese ganzen Kerner überall rumfliegen und... Super.
Sandra, wie läuft's bei dir? Bei mir läuft super. Die Paprika sieht wunderbar aus. Sehr gut. Hast du die selber geschnitten oder war das deine Schnibbelhilfe? Meine Schnibbelhilfe tatsächlich. Sowas. Ja, ich muss mir auch mal eine Schnibbelhilfe zulegen. Da bist du eigentlich Köchin, also gelernte Köchin auch tatsächlich? Nein, ich bin Diätassistentin. Ach so. Ja. Das ist eine dreijährige Ausbildung und da sagen immer viele, oh Gott, Diät und Kochen, was hat denn das miteinander zu tun? Aber ich muss ja auch den Leuten beibringen können, die verschiedene Krankheiten haben, eben wie man kocht, wie man sich die Sachen selbst zubereitet. Das wissen ja mittlerweile immer weniger Leute leider. Ja, und da habe ich das gelernt. Also das erste Ausbildungsjahr hat sich eigentlich nur um Kochen gedreht und Zubereiten und da habe ich einfach so viel gelernt für mich und wurde auch alles im Privatleben übertragen, an der Familie alles Probe getestet. Die haben sich natürlich gefreut. Ach so. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn es dann so an Diätküche ging, dann... So, dann haben wir noch die roten Zwiebeln und Schnittlauch kommt auch noch mit rein, dass das Ganze ein bisschen würziger schmeckt. Und bei der Zwiebel, ich habe es jetzt schon öfter gezeigt, glaube ich, aber ich kann es ja gerne nochmal zeigen. Ich schneide immer nur vorne dieses Stück ab von der Zwiebel und lasse hinten diese Wurzel dran, weil die hält diese ganzen einzelnen Schichten zusammen. Also ich schneide es nur vorne ab, halbiere es dann und schäle es. Man kann es auch erst schälen und dann halbieren, das ist eigentlich wurscht. Ich mache das nur so, weil es für mich irgendwie einfacher ist, dann diese Wurzeln abzuschälen. So. Und dann kann man dieses Raster reinschneiden, was, denke ich, schon bekannt ist. Aber eben ganz wichtig, dass hinten diese Wurzel noch am Stück dran ist. So. Farina, jetzt musst du leider doch eine Zwiebel schneiden. Oder nee. Hast du das weitergegeben? Nein, ich habe die Paprika gemacht. Sie ist gerade mit der Zwiebel. Okay, Arbeitsteilung, sehr gut. Wirklich erfolgreich um die Zwiebel gedrückt. Die ganze Sendung. So, dann machen wir noch den Schnittlauch mit rein. Und so, da schneide ich einfach oben ein bisschen die trockenen Stellen ab und den Rest schnibbel ich einfach direkt in die Schüssel rein. Du Farina, was passiert denn mit deinem Hund, wenn du im Urlaub bist? Ich teile mir den mit Alex. Also Alex ist mein Ex-Freund und wir haben den zusammenbekommen und oder uns zusammengeholt. Und deshalb ist das kein Problem, der nimmt den, wenn ich weg bin. Geteiltes Sorgerecht sozusagen. Ja, Scheidungskind. Aber läuft. Wir machen das, glaube ich, ganz gut. Sehr gut. Ja, das ist schon echt cool so. Soll das Schnittlauch klein? Bitte? Muss das Schnittlauch sehr klein sein, oder? Nö, ich habe es jetzt auch nicht so fein geschnitten. Ich kann es ja mal hier rein zeigen. Ich habe es einfach so mit der Schere so ein bisschen in Röllchen geschnitten. Das muss gar nicht so fein sein. So, dann haben wir hier die Balsamico-Creme. Die mache ich auch direkt damit rein. Dann haben wir hier noch die Magic Asia Soße. Das ist so eine süß-saure Soße, so ein bisschen scharf mit Chili. Passt ganz gut zur Mango. So, ich mache da so ungefähr 4 Esslöffel rein. Und mische das einfach unter. Sieht auf jeden Fall schön bunt aus bei mir. Seid ihr auch schon soweit, Emra? Alles okay? Ja. Ist auch alles okay. Wunderbar. So, dann kümmern wir uns um den Pancake-Teig. Dafür habe ich hier schon mal abgemessen die Milch. Das sind 150 Milliliter. Mach es einfach in so eine große Schüssel. Und dann brauchen wir noch Mehl. Ach so, ich brauche noch Eiweiß. Ganz vergessen. So, nämlich ein Eiweiß müssen wir noch steif schlagen. Das mache ich auch einfach in so einem kleinen Rührbecher. Dann kann ich das ganz gut aufschlagen. Das Eigelb brauchen wir später noch für unseren Teig. So.
Konzentration. Genau, wenn nämlich ein bisschen was von dem Eigelb in das Eiweiß reinkommt, dann können wir das nicht mehr steif schlagen. So, geschafft. Wenn so viele Leute zugucken, dann schafft man das nicht. So, Eigelb mache ich zur Seite. So, und das Eiweiß schlage ich einfach mit so einem Handrührgerät schön steif. Das heben wir dann später unter, dann wird der Teig schön luftig. Das wird jetzt kurz laut bei mir. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem noch. Schon. Sandra, wie weit bist du? Sieht super aus. Ah, sehr gut. Ja, da gibt es ja diesen schönen Trick vom Eischnee, ob er steif ist oder nicht, ne, indem man den über den Kopf hebt. Ich glaube, bei dir wäre das nämlich heute nicht so gut, der Trick. Ach doch, super, grandios. Sieht zumindest gut aus. So. Ja, es soll auch nur ein bisschen luftig sein, damit man das Ganze dann eben gut aufschlagen kann. So, damit der Teig schön luftig ist. Also, dann machen wir ein bisschen von dem Mehl rein. Ich mache jetzt nicht alles rein, sondern nur ein bisschen. Und von dem Backpulver. Und verrührt es schon mal. Und ich gebe eben immer nach und nach von dem Mehl dazu, dass es eben keine Klümpchen gibt. Und das Eiweiß geben wir dann erst ganz zum Schluss dazu, dass es nicht wieder zusammenfällt. Ich werde es bei der Hand. Frau Karina, musst du es mit der Hand aufschlagen? Power! Mir wird schon rein. Ich habe leider keine Hand. Das muss man nicht so super steif sein. Hauptsache, es ist ein bisschen luftig, dass der Teig da schöner aufgeht. Vor dir. Ja. Ihr habt Spaß, ich höre das schon. Das ist mehr Sport, als man wieder seit vielen Monaten gemacht hat. So, dann mache ich das Eigelb auch einfach mit in den Teig rein. Rühre das schon weiter. Emra, wie weit bist du? Ich mach grad mein Ei noch auf. Ich mach dann noch einen Schuss Rapsöl in den Teig rein, dass er schön geschmeidig wird. Einfach so einen Esslöffel reicht auch schon. Und ein bisschen von der Würzmischung Nummer 1, dass das Ganze so ein bisschen ja, pikant ist. So. Kann man auch an die Zucchini auch schon dran machen. Ich mache das jetzt einfach alles in den Teig mit rein. Rühre das auch wieder unter. Und das ist auch ein super Rezept, wenn ihr zum Beispiel mal einen Brunch habt oder sowas. Da kann man halt so ganz kleine Pancakes auch ausbacken, das ist dann schön zu essen. Und man kann das auch warm halten. Also das kann man super vorbereiten. Den Teig kann man schon am Abend vorher auch machen und dann am nächsten Tag erst ausbacken und dann auch eine Stunde oder länger noch warm halten, bis die Gäste kommen. So, jetzt mache ich die Zucchini in den Teig mit rein. So. Ich rühre das auch gerade wieder ein bisschen unter. Und hier könnt ihr natürlich auch wieder verschiedene Gemüsesorten nehmen. Also wenn euch Zucchini da nicht so gut gefallen, könnt ihr zum Beispiel auch ein bisschen Kohlrabi nehmen oder Karotten, funktioniert auch wunderbar. Jetzt auch ein bisschen bunt. So. Dann habe ich hier den Eischnee und den schlage ich nicht mit dem Handrührgerät unter, weil ich nicht will, dass die ganze Luft rausgeschlagen wird. Sondern macht das mit so einem Teigschaber, gibt das da rein und hebt das dann langsam unter, damit das halt nicht so, ja, damit nicht die Luft wieder rausgeschlagen wird. Ich stelle auch schon mal meine Pfanne auf, damit die heiß wird. Und beim Unterheben ist es auch ganz wichtig, dass man das immer in so kreisenden Bewegungen macht. So, also quasi immer wirklich unterheben, also nicht einfach wild rumrühren, sonst geht da die Luft wieder raus, sondern immer nach und nach unterheben.
immer so von außen nach innen, damit das Ganze eben schön luftig auch bleibt. Und dann kann es gleich eigentlich ab in die Pfanne gehen. Ist euer Teig auch schon soweit? Farina? Warte, nee, also bei uns ist da gar nichts soweit und wir sind zu zweit. War ich zu schnell, ja? Ich habe Hunger. Boah, wir geben uns ja Mühe, das ist echt anstrengend. Ja, das sieht auch aber schon gut aus bei euch. Echt nicht so einfach. Ja, doch, das sieht gut aus. Einfach weiterschlagen. Und Sandra, bei dir, was macht der Teig? Ja, sieht großartig aus. Kannst du mir das zeigen? Ah, ja. Wunderbar, sehr gut. So, also ich würde meine jetzt dann gleich mal in der Pfanne ausbacken. Aber ich habe heute ja auch ein bisschen Hilfe. Christian, vielleicht kannst du einfach mal herkommen und mir ein bisschen dabei helfen. Wo er schon mal da ist, kann er auch was machen. Ja, eigentlich habe ich darauf ja nur gewartet, denn das ist ja eins meiner Lieblingsgerichte. Ja, eben. Das sieht unglaublich gut aus. Ich mache einfach ein bisschen Öl schon mal rein. Ja. So. Volle Pulle hier, ne? Genau, dass es erstmal heiß wird. Und dann am besten mit so einem Esslöffel immer so kleine Portionen reingeben. Wir wollen eher so kleine Pancakes auch draus machen. Genau. Dann sieht das später ein bisschen hübscher aus. Damit für die Crew auch noch was da ist. Genau. Jetzt habe ich auch eine kleine Hilfe hier, das ist auch super. Ja, kleine Hilfe ist gut, ne? Klein, ne? Ja, so. Das dauert noch einen Moment. Huch, kaum bist du da, randalierst du schon. Ja, ich muss mich ja hier erstmal einfuchsen. So, wir müssen aber auch noch die Salsa abschmecken. Das mache ich sehr gerne. Ja, das glaube ich. So. So, der Herr. Oh ja. Also süßer, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt, aber sehr lecker. Sehr würzig. Super. Ja, lass mal so. Unsere Isabella, Mensch. Wenn wir dich nicht hätten... Hätten wir nichts zu essen. Dann hätten wir nichts zu essen. Richtig. Ich sehe schon böse Blicke da hinten aus der Regie. Aber nicht mit dem Löffel auf die Pfanne. Oh nein, das ist Teflon, ne? Ja. Oh, ja, das hat meine Mutter mir früher schon immer gesagt. Das gibt bösen Ärger. Damals waren Teflonpfannen ja noch richtig teuer, ne? Heute ist das ja alles erschwinglich. Aber bloß eigentlich immer nur mit Holzbändern und so, ne? Richtig. Aber die Größe stimmt so? Ja, perfekt. Gut. Also es sollen so ungefähr 18 Stück werden. Kannst du genau aufzählen. 18 Stück. Das passt schon ganz gut. Vielleicht können wir es mal ganz kurz zeigen. Machen wir es hier? Da rein, genau. Yeah. So. Einmal noch. So, da kann ich vielleicht schon was aufräumen, ein bisschen dir zur Hand gehen noch. Nö, aber ich glaube, du kannst schon mal einwenden. Guck mal, der sieht schon so ein bisschen. In der Mitte den? Ja. Yay! Hey, das sieht gut aus. Sonst bist du eher auch so der Pancake-Typ, der, wenn er mal im Hotel ist, morgens in die schönen amerikanischen Fall. Pancakes. Total, aber eher süß, oder? Halt. Ja, ich glaube schon irgendwie ein paar Striche Beeren dazu, Erdbeeren oder so. Ich habe das nie verstanden, wie man sich da morgens schon diese Pancakes reinhauen kann. Mit Ahornsirup. Na, aber hallo, wenn schon, denn schon. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, aber dann für mich ein schönes Mettbrötchen oder so, doch nicht so was Süßes. Nee. Naja, gut, du als. Sandra, bei dir alles klar? Bei mir ist da die Pfanne wirklich heiß, sonst ist alles gut. Okay. Ja, ruhig das Öl schön heiß werden lassen, dass die knusprig werden. Hat der Emrader vielleicht auch einen Trick, wie man so ein Pancake noch in der Pfanne umdrehen kann, wie der Profi? Kannst du das mit Schwung? Ich rag hier auf den Tisch. Das soll ich jetzt machen. Das ist auch gewollt. Ja, der Kopf ist immer abgeschnitten bei mir. Ja. Versuch's mal. Richtig. Ja, versuch mal. Macht er das? Du machst es nicht. Soll ich versuchen? Nein, oh Gott. Ich gehe in Deckung. Yay! Oh, alle gefangen. Schön anfangen. So. Subi, ich glaube, die können schon raus. Okay. Du kannst sie da auf die Platte legen. Also wenn ich eins kann, ist das Deko. Ja, schön dekorieren. Das ist das so? Ja, das kann ich. Schauen wir mal. Was würde da jetzt außer der Salsa noch zu passen? So ein bisschen so Balsamico oder so? Oder ist das... Ja? Könnte. Könnte man, ne? Aber wir haben auch Hunger. Gut, es muss schnell gehen, ich sehe schon. Wir machen auch noch ein Foto. Emra, zeig mal, hast du es geschafft? Mach nochmal. Ich hab's verpasst. Warte. Versuch's mal jetzt.
Ja. Ah, der kann das, der Mann, ne? Der kann das. Also zwei habe ich geschafft. Yay, sehr gut. Tatsächlich. Hauptsache, du fängst alle wieder auf. So, alle ein. So eine Gesichtsbräune bei der Hitze hier. Farina, auch alles cool? Kann man mal zeigen? Ja. Das ist schon ganz schön ansehen. Ich glaube, das ist schon ganz schön. Ich habe die Salsa noch drauf. So, wir richten bei uns schon mal an. Das ist gut, die ganze Zeit. Wir richten bei uns schon mal an. So. Schön bunt auf jeden Fall. Wir machen noch ein Foto, meine Lieben, kommt mal alle her. Wir machen noch ein Foto, bevor es kalt wird. So. So sieht das aus. So sieht das aus. Ey, heute ist Full House bei uns. Wenn hier ein Gericht fertig ist, dann sind immer alle sofort zur Stelle, ne? So. So. Hunger. So, dann geht's schon mit. Wir braten dann noch weiter, genau. Gut, ich fange schon mal an aufzuräumen, ne? Ja, ihr könnt noch weiter braten hier. Du bist noch nicht fertig. Ich hoffe, ihr kommt auch gleich zu eurem Essen, meine Lieben. Wir fangen schon mal an. Ja, ich wünsche euch einen guten Appetit. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Guten Appetit.